So, schnell diese Typen hier weg. Ha, wie am Anfang, wie bedrohlich die waren. Und jetzt hau ich sie einfach ohne Probleme weg. Oh, zwei Kleeblätter. Geil. Oh, wir können nur bis 9 tragen. Hä? Wir können nur bis 9 tragen? Dann wäre die Theorie, die ich erzähle, da völliger Unsinn. Oder? Das Spiel hat nicht gerafft, dass ich 2 gekriegt habe und hat es irgendwie als einen gewertet. Das kann natürlich auch sein, aber das finde ich jetzt ein bisschen, das finde ich ein bisschen komisch. Weil so alt ist das Spiel auch wieder nicht, dass es das hinkriegen müsste oder könnte. Sondern werden wir direkt unseren Wasserfort aufstocken, denn ich habe ja leider eins getrunken und so viel Energie. Wir haben schon wieder 4 Herzen verloren, also die Hälfte haben wir verloren, ne? So, dann füllen wir das kurz auf. Glock, 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 glock. Geiles Geräusch. So, dann gehen wir hier wieder zurück. Ah ne, wir hatten ja noch ein zweites Glas. Das füllen wir auch eben direkt auf. Aber der Wald ist auch ziemlich cool hier. Was ich ein bisschen immer komisch fand, ist das Wasser. Das läuft mir ein bisschen zu schnell. Ziemlich gruselig schnell sogar. So, der blaue Diamant. Das sieht ja ganz schick aus. Ach, verdammt. Ich vergesse diese Viecher jedes Mal. So, träumen wir mal eben. Komisch, von diesen Gegnern werde ich jetzt getroffen und kriege keine Herzchen ab. Kann das sein, dass ich irgendwie von früheren Gegnern, also schwächeren Gegnern, kein... Oh, ich... Das war ein Lag. Kein Schaden mehr kriege? Das wäre natürlich... das wäre ja mal ein Ding. So, oh, jetzt bleibe ich mal richtig hängen. Okay, ich werde gleich die Aufnahme neu starten, weil ich habe Angst, dass es irgendwie asynchron ist oder so. Obwohl, warte mal, das ist ja Blödsinn. Oder? Ne, das ist in dem Fall Blödsinn. Denn ich habe hier jetzt hier gerade in dem Moment, nehme ich die Stimme und das Spiel eindeutig auf. Ausnahmsweise mal. Ich mache ich gerade zum ersten Mal, sonst habe ich das bis jetzt nur bei Zelda gemacht. Und das, dann dürfte das ja gar nicht passieren, oder? Ich habe keine Ahnung. Egal. Probieren wir mal aus. Riskieren wir das mal. So, wir werfen den Stein jetzt mal hier rein. Und ein neuer Regenbogen, eine neue Regenbogenfarbe erscheint. Und wir bekommen... Hä? Was ist das denn? Was? Was passiert denn jetzt? Oh, eine Sequenz. Oh, ein Zwerg. Ja, yeah, geil, der findet diesen komischen, die komischen Pfeile. Wow, was zum Henker? Wie hat er das denn gemacht? Was zum Henker? Hä? Was sollte mir das jetzt zeigen? Soll ich jetzt wieder zurückkehren? Oder was sollte das mir jetzt... Das Witzige ist ja, ich dachte, diese Pfeile wären irgendwie so ein Hinweis, dass er hingehen müsste. Das scheint ein Item zu sein, weil dieser Zwerg darauf reagiert hat. Das ist ja witzig. Was ist das denn? Seifenblase jetzt? Ist das ein Item? Ja, tatsächlich ist ein Item. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Gar nichts. Es passiert gar nichts. Was könnte das bedeuten? Was sein könnte, ist, dass... Es könnte sein... Also es ist eine Seifenblase, die wir bekommen haben. Es könnte also... Also... Was ich mir jetzt einfach vorstelle, ist, dass wir länger unter Wasser atmen können. Also lang genug, um den Goldfisch zu bekommen. So würde ich das jetzt verstehen. Ich muss ehrlich sagen, diese Sequenz mit diesem Zwerg hat mich jetzt ein bisschen irritiert, weil die habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Allein die Tatsache, wie er da irgendwie unter der Erde, unter diesen freien, in der Luft hängenden Felsvorsprung gekommen ist. Das ist so eine Sache, die mich gerade noch ein bisschen stutzig machen lässt. Und also ich denke mal, wir sollten da zurückkehren. Also so schätze ich das mal ein. Also das sollte ein Hinweis, denke ich mal, sein. Und ich laufe voll ins Dynamit rein. Ja, das war vielleicht jetzt doch nicht so eine geile Idee. Na gut, egal. Ich werde sowieso unter Wasser sterben. Da bin ich mir relativ sicher. Dann verliere ich eh wieder ein paar Herzchen. So, ich bin mal gespannt. Aber ich denke mal, wir müssen das Item zumindest ausgerüstet haben, damit es funktioniert. Und dann springen wir mal hier rein. Und? Nö, passiert gar nichts. Ich drück mal gleich, vielleicht muss ich es benutzen. Ich drück mal gleich mal drauf. Und? Wow! Hahaha, ist das geil. Boah, haben wir das Doppelte. Geil, ich kann uns gar nichts mehr aufhalten. Wenn ich jetzt wegruste, ist es immer noch da. Ist ja cool. Okay, das gefällt mir. Geil, dann können wir jetzt den, ich denke mal, wir müssen das Goldfischglas ausgerüstet haben, damit ihr das auch benutzt. Das gefällt mir. Ah, es funktioniert, es geht weiter, das ist schön. Wir kommen voran, das ist toll. So, hier muss ja irgendwo eine Meerjungfrau sein. Und wird es langsam eng, sehr schön. Küsst mich mal richtig voll, sehr schön. So, jetzt sollte der Goldfisch kein Problem sein, also mit der doppelten Länge, also bitte. So, her damit. So, was haben wir jetzt? Den Luftballon, denn wir gehen auf die andere Seite nochmal zurück. Das Problem ist, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich mit dem Goldfisch machen soll. Ne, Moment, aber wo haben wir denn die Flasche nochmal? What the fuck? Hä? Was war... Das sah irgendwie total komisch aus. Weil...
Was? Die hat mich gar nicht... Ey, küss mich mal richtig voll, du Bitch. Geht doch. Wir haben diese... Wo haben wir das denn nochmal her, dieses Ding? Was soll denn der Scheiß? Komm ich da oben nicht lang, oder was? Wir haben das Glas. Haben wir das vom Zauberer bekommen? Ich glaube, das haben wir vom Zauberer bekommen, wo ich noch sage, das wäre der echte Merlin. Der will das bestimmt wieder haben mit dem Goldfisch. Könnte sein, sonst warten wir immer hier. Nö, es kommt keine... Jetzt hat es geklappt. Der will das bestimmt wieder haben, das könnte sein. Aber... Ah, verdammt. Ah! Gibt's doch nicht. Hier! Sehr schön. So. Na, ja, küsst mich einfach. Hauptsache, der liegt hier. Wieso? Was? Wieso trifft der? Ey, diese Hitbox in diesem Spiel ist total komisch. Also irgendwie... Ich war überzeugt davon, dass der uns erwischen tut, aber jetzt bleibe ich hier hängen. Wo bleibt der denn überall hängen? Und an unmöglichen Stellen kommt der durch. Ja, das war ein bisschen blöd, diesen zu... Ah, Alter, Alter! Was? Zum Henker. Ich hatte es gerade über Hitboxen gehabt, ne? Da habt ihr es schon wieder. Mein Goldfisch ist wieder weg. Ach, fick dich doch. Das ist doch Bullshit. Das ist echt Bullshit. Weil das ist dieses typische Beispiel. Ich habe ja gerade noch von der Hitbox geredet. Da haben wir das perfekte Beispiel. Das ist total komisch. Weil gerade habe ich den Fisch total ignoriert. Dann kommt der violette Fisch und der mich irgendwie kaum berührt. Und BÄM! Fickt er meine ganzen Herzen weg. Aber so richtig. Ich bin sogar weggelaufen. Der konnte irgendwie schneller rennen als ich oder so. Keine Ahnung. So, wieder rein mit dir. Wieder zurück. So. Wieder hier. Diesmal nehme ich aber hier mein Pulver. Ich muss eigentlich auch ein bisschen Acht geben, wo ich da überhaupt hingehe, glaube ich. Das war auch dumm, diesen Fisch zu wecken, weil ich habe irgendwie, als ich dagegen gelaufen bin, wusste ich schon, ach, das war keine gute Idee. Ja, und ich laufe einfach durch. Ich habe noch genug Luft. Denke ich zumindest. Also oben waren da immer relativ viele Meerjungfrauen. Ja, verdammt, den habe ich gerade eben geweckt. Das war jetzt ziemlich blöd. Und, ah, hier ist eine. Nein, jawohl. Hey, die saugt mich richtig zu dahin, weil ich stand irgendwo ganz anders und dann läuft mein Charakter vollautomatisch dorthin. Das ist irgendwie ein sehr... Das ist ein ekliges Gefühl, wenn ich das mal so sagen darf. So, wir sind immer nach oben gegangen. Ach, ich bleib doch jetzt nicht hier hängen. Bin mal gespannt, was ist passiert, wenn wir auf der anderen Seite wieder sind. Ob wir den Zwerg irgendwie töten müssen oder so. Finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, aber... Naja, finde ich echt ein bisschen komisch, weil das wird nämlich mir gar nichts bringen. Deswegen, das irritiert mich. Also die ganze... Guck mal, hier komme ich durch. Ohne Probleme. Obwohl das mein Luftballon scheiße eng sein muss. Ich habe aber noch genug Zeit. So, oh, ich bin in der Seifenblase drin. So fett bin ich. So, was passiert jetzt? Oh, da ist tatsächlich der Zwerg. Sieht er mich? Ja, und jetzt... Hä, was zum Henker? Also dieser Raum finde ich total irritierend. Ich weiß nicht, wie es bei euch Leute los ist, aber wenn ich den sehe, allein die Musik ist schon total irritierend. Also das ist irgendwie komisch. Okay, aber zumindest haben wir den Goldfisch. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Dann gehen wir einfach wieder zurück zum Zauberer. Ich weiß nicht, wie viel wir schon vom Spiel geschafft haben, aber es scheint ein sehr laufintensives Spiel zu sein. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir irgendwas bekommen, irgendein Zauber vom Magier, vom Merlin, oder von diesem Zauberer, dass wir da drüber gehen müssen. Das bedeutet mit anderen Worten, dass wir schon wieder hier hinlaufen, wieder hier zurücklaufen müssen. So stelle ich mir das gerade vor. Das ist eine riesige Lauferei. Oh, allein wieder hier zum Zauberer hinzulaufen, hat auch schon eine halbe Ewigkeit. Ja, laufen wir heute mal ein bisschen. Ich habe so ein Gefühl, wenn ich von unten nach oben gehe, komme ich, kann ich die Zwerge ganz gut kaputt machen. Aber von oben ist das eine ganz schlechte Idee. Das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen. Das kann nämlich ganz schön schnell nach hinten losgehen. Obwohl es auch nicht so schlimm war. Jetzt glaube ich 10. Also tatsächlich, das waren 2 Kleeblätter, da hat aber 1 als 1 gezählt. Okay, 10 reichen anscheinend doch nicht. Da waren 12 oder 15. Das war eine komische Zahl, meine ich. Der Tod ist ja eh hier sehr relativ unspektakulär oder wichtig. Denn der ist es auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt mal sterben. Also da starten wir irgendwo mal und haben dann 3 Herzchen weniger. Oder mehr, je nachdem. So, der Zauberer war ja irgendwo auf der rechten Seite. In diesem komischen, verzauberten Wald, der unter Strom war. Aber ich glaube, ich bin schon vorbeigelaufen, denn hier ist gar nichts. Haben wir noch alles? Haben wir noch Wasser übrig? Ich glaube schon, ne? Ja. Sehr gut. Nehmen wir das Pulver wieder. Und gehen hier runter. Dum,
Ja, hier war es, genau. Oh, ich hatte gerade das komische Gefühl, ich bin gerade entlang gelaufen und wollte gerade gucken, wie viel Luft ich noch übrig habe, aber das ist ja Quatsch. So lange war ich schon, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier unter Wasser war, aber ich glaube, das war schon, ich glaube, das war schon ziemlich lange. So, Kamera müsste. Ja, was das hier ist, das finde ich total komisch. Das erinnert mich irgendwie an so ein Freizeitpark. Stehen ja manchmal so komische so Kunstmodelle rum. Das erinnert mich gerade daran. Also das Ding irritiert mich total. Total komisches Teil. So, der müssen wir jetzt. Ja, ah ja, das müssen wir uns auch merken, wenn wir irgendwas Herzförmiges haben. Das ist ganz wichtig. Das hätte ich wieder fast vergessen. Das darf ich nicht vergessen. So, der Zauberchen. Komm, jetzt zeig mal her. Oh, jetzt knistert es richtig bei mir. Das ist auch so ein Knistern. Sehr unangenehm. Ich hoffe, es geht gleich weg. Aber wahrscheinlich blabbelt der Alte einfach zu viel. So, ah, es funktioniert. Oh, wie schockiert er guckt. Okay, bin mal gespannt, was wir von dem bekommen. Oh, interessant. Ein Zauberer, der eine Säge benutzt. Also, das ist schon... So, ich bin gespannt. Und, was kriegen wir? Was ist das denn? Sind das Fische? Ach nee, ist das eine Feder? So eine Sprungfeder, ne? Also als es uns in die Hand gedrückt hat, sah das aus wie ein, sah das aus wie Fische. Aber jetzt, wo ich mich ein bisschen weiter vom Bildschirm entfernt habe, sieht das wie eine Sprungfeder aus. Ich kann es hier nicht benutzen. Also es scheint keinen Effekt zu haben. Ich vermute mal, und weil es in solchen alten Spielen relativ üblich war, dass wir wieder zu der Stelle zurückgehen müssen und an diesen... über diesen Abgrund diese Sprungfeder benutzen müssen, denn das würde Sinn ergeben, da wir hier die ganze Zeit hin und her laufen müssen. In dem Fall würde es sogar Sinn ergeben. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich wüsste es auch keine Stelle. Also wenn es wirklich eine Sprungfeder ist, dann wüsste ich auch keinen anderen. Viele Orte. Man muss mal ganz offen sagen, viele Orte. Ach, hier muss ich rein. Ich habe die Stelle zum Reingehen gesucht. Viele Orte haben wir gar nicht, wo wir wirklich reingehen können. Also wir haben hier diesen Ort, den haben wir eigentlich relativ gut erforscht. Unten war ja die Fee. Hier ist, glaube ich, gar kein weiterer Durchgang mehr. Ich kann mich zumindest an keinen erinnern. Hier rechts ist das Pinidal da, oder das heißt. Da ist dieser... Im Irrgarten könnte noch irgendwas sein. Bezweifle ich es irgendwas mal. Da gibt es diese Frau und der Mann. Da könnten wir irgendwas machen. Der Zauberer ist jetzt noch da. Dieses Portal und die Herzform. Hier oben ist sowieso nichts. Also bezweifle ich es einfach mal. Da bleibt also eigentlich nur noch die Mine übrig. Und in der Mine ist eigentlich... Da müssen wir eigentlich jetzt genug rumgelaufen sein, um alles... Also es würde mich wundern, wenn da noch irgendwas versteckt ist, was wir übersehen haben. Deswegen wird eigentlich kein anderer Ort übrig, wo wir es benutzen können. Jetzt, wo ich über nachdenke, wo ich alles zusammengefasst habe, so viele Orte gibt es in diesem Spiel ja doch nicht. Also ich habe das irgendwie... Größer in Erinnerung, aber das hat man als Kind ja eh sowieso. Also das Phänomen ist ja sowieso, wenn man mit seinen Eltern spazieren gegangen ist früher, dann kam so ein kleiner Waldweg irgendwie wie ein Marathonlauf vor und hat Ewigkeiten gedauert. Und den Weg und die Strecke laufe ich heute in 10 Minuten und keuch zwar auch noch danach, aber denk mir dann erstmal, 10 Minuten, ne? So, wieder hier rein. Also ich hoffe jetzt nicht umsonst. Ah, ich bin wieder rausgelaufen. Nein. Wieder rein. So. Blub. Aber dieser komplette Szenenwechsel finde ich ganz total komisch. Jetzt war ich, glaube ich, auch was mich stört daran. Wir gucken ja meistens immer so wie so eine Art Zelda-Manier, so von oben auf den Charakter runter. Und jetzt war das mehr so, und jetzt gerade eben war das mehr so seitlich. Wie so eine Art 2D-mäßig. Und das war für ihn auch so. Und das hat mich total irritiert, weil das ein kompletter Szenenwechsel ist. Ich glaube, das war das, was ein bisschen irritiert hat. Wow, wow! Was? Ey, Leute, das ist... Was ist das? Ich hab einen Fisch berührt. Der sieht auch noch so freundlich aus. Der hat mich in Sekundenstelle aufgefressen. Als wär der mit Säure getränkt oder so. Das ist doch nicht normal. So, jetzt, wo ich den Weg ungefähr kenne, komme ich ja ganz gut durch. So, küsst mich nochmal zur Sicherheit. Dann gehen wir mal hoch und dann bin ich mal gespannt, was passiert. So, Steck. So, Sprungfeder benutzen wir mal. Ich weiß, was passiert. Und. Oh! Tatsächlich. Geil. Oh, die Fee ist wieder da. Oh, ein Passwort. Geil.
Ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, wo ich das Passwort überhaupt eingebe, ehrlich gesagt. Wo gebe ich das überhaupt ein? Ich glaube, im Titelmenü war gar nichts da. So, ich bin gespannt. Also auf das Item bin ich gespannt, weil ich kann mir nichts darunter vorstellen, was diese Pfeile bedeuten sollen. Ich kann es hier nicht benutzen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. So, dann nehmen wir das Pool wieder rein und bin mal gespannt, was da drin ist. Das sieht irgendwie sehr gruselig aus und sehr böse. Und da kam ein Zwerg raus, das ist auch schon alles.